Was ich dir auf jeden Fall mitgeben kann, gib niemals auf. Ich habe damals 180.000 Euro nachzahlen müssen. Ich war vor Gericht, ich hatte keine Kontakte, ich hatte keinen Steuerberater, keinen Rechtsanwalt, ich hatte niemanden, der an mich geglaubt hat. Meine Eltern haben damals nicht mal an mich geglaubt und gesagt, ey, höchstwahrscheinlich mit 18 musst du Privatinsolvenz anmelden. Mit 18, so sehr habe ich verkackt. Ich hatte keinen Laden, ich hatte keinen Tischler, ich hatte keine Ahnung, wie man einen Laden einrichtet und habe mich dadurch gebissen. Deswegen ist mein Tipp an dich, weiße, egal was passiert, ist es der erste Tag oder ist es Day One? Ne? Diesen TikTok hast du auch schon bestimmt gesehen. Deswegen nimm ein Ziel dir vor Augen. Wenn du ein Ziel hast, dann arbeite darauf hin. Ich sag immer einfach machen, anstatt zu quatschen. Deswegen tu mir einen Gefallen. Wenn du Hilfe brauchst, bewirb dich bei unserem Konzept. Vielleicht hast du eine Firma-Idee. Ich habe ja schon vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, wo ich unsere neue Serie ankündige. Bis zum 15. Januar hast du Zeit. Bewirb dich da. Wer weiß, vielleicht laden wir dich nach Berlin ein. Wir übernehmen alle Reisekosten. Da kannst du deine Business-Idee vorstellen. Und ich helfe dir gemeinsam, deinen Traum zu ermöglichen. Ich versuche, Menschen da draußen zu helfen. Menschen da draußen einfach ein paar Türen aufzumachen und wer weiß. Oder vielleicht investiere ich in ein Startup. Wie gesagt, ich habe sehr viel Scheiße gefressen. Wirklich. Ich habe sehr viele blaue Flecke in meinem Leben sammeln müssen, damit ich daraus lerne. Und ich werde auch weiterhin in meinem Leben Fehler machen, wie jeder da draußen. Fehler zu machen ist, wie gesagt, nicht schlimm. Daraus Konsequenzen zu ziehen und zu lernen, ist das A und O.